Ja, wir beginnen jetzt als erstes von den vielen Messungen, die das Fluke 1654 beherrscht, mit der Spannungsmessung. Dazu schalten wir als erstes das Gerät durch kurzen Druck auf den grünen Knopf ein. Hier bekommen Sie als erstes eine kurze Anzeige auf dem Display über sämtliche Funktionen des Displays und anschließend stecken Sie, je nachdem, wo Sie messen möchten, die entsprechenden Prüfschnüre in die farblich kodierten Boxen des Fluke-Gerätes. Sie haben jetzt die Möglichkeit, unter anderem erstmal zu prüfen, sind die Batterien im Gerät ausreichend voll? 8,6 Volt, wunderbar, damit können wir messen. Und haben jetzt als erstes mal das Schuko-Adapter zum Prüfen der Spannung gewählt. Haben eingestellt, zwischen L und N möchten wir die Spannung gerne messen und stecken den Stecker ganz einfach in die Steckdose. 228 Volt, 50 Hertz, wunderbar. Weiterer Messvorgang, Messung zwischen L und PE, 228 Volt, 50 Hertz. Und wenn Sie dann möchten, das Ganze auch nochmal zwischen N und PE. Hier sollte die Spannung möglichst gering sein. Ausgezeichnet 0 Volt. Den gleichen Messvorgang können Sie selbstverständlich auch nicht nur mit dem Schuko-Adapter durchführen, sondern auch mit den drei einzelnen Messstrippen, sollten Sie sich zum Beispiel an der Verteilung befinden. Zack, ähnlich wieder rot in rot, grün in grün, blau in blau. Also Elektriker sicher. Und nun können Sie mit den einzelnen Messspitzen entsprechend, nachdem Sie vorher eingestellt haben, zwischen L und N entsprechend die Spannung prüfen. Sollten Sie sich hierbei vertan haben, verpolt haben, wird Ihnen das hier oben angezeigt. Dann bedeutet es, die Messspitzen tauschen, 228 Volt, 50 Hertz, wunderbar. Und so geht es weiter, Messung zwischen L und PE ebenfalls möglich und natürlich auch zwischen L1 und PE, L2 und PE, L3 und PE. Ja, Abspeichern der Messwerte zeigen wir Ihnen in einem separaten Abschnitt und damit wäre die Spannungsmessung hier bereits schon erledigt für Sie. Schönen Dank!